Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Triton-Video. Heute mit einer Frage über Endok. Und zwar fragt jemand aus England. Er hat früher mit der ICP seine Salze überprüft und seine Produkte. Und zwar auf Verunreinigungen oder darauf, ob sie das halten, was sie versprechen. Und er fragt, ob etwas Ähnliches auch mit der Endok-Analyse möglich wäre. Die Antwort hierauf ist natürlich ja. Man kann seine Produkte überprüfen, auch mit Endok. Vor allem auf die Werte natürlich, die wir liefern. Also einmal organischen Kohlenstoff, inorganischen Kohlenstoff und Stickstoff. Beim organischen Kohlenstoff ist es so, dass oft in Produkten zum Beispiel Zucker oder Lösungsmittel oder Gelatoren enthalten sein können, die natürlich relativ schlecht fürs Aquarium sind. Das heißt, man kann mal überprüfen, wie ist, sage ich, mein Salz, wie rein ist das, Verunreinigungen mit organischem Kohlenstoff relativ häufig. Muss man einfach mal sehen. Die Menge ist der ausschlaggebende, also relativ viel organischer Kohlenstoff ins Aquarium ist eher unerwünscht. Ein wenig ist nicht so schlimm. Sachen wie Lösungsmittel gehören aber einfach nicht ins Aquarium. Beim Stickstoff ist es ähnlich, da kann man gucken, dass man zum Beispiel Produkte überprüft, ob da Stickstoffverbindungen drin sind, was ja Nährstoffe sind fürs Aquarium. Wenn man dann ja schon ein Algenproblem hat, braucht man ja nicht noch mehr Nährstoffe ins Aquarium einbringen. Was man auch machen kann beim Stickstoff ist überprüfen, zum Beispiel, ist meine Aminosäure wirklich Aminosäure, ist da genug Stickstoff drin, wie viel Aminosäure gebe ich da eigentlich rein, also wie viel Stickstoff ist da drin, Aminosäuren enthalten Stickstoff. Deshalb, wenn da mehr drin ist, natürlich dann auch die Konzentration höher. Und das letzte wäre der inorganische Kohlenstoff. Das wäre so ziemlich das Interessanteste im Moment, weil das konnte man früher gar nicht sehen. Das sind Sachen wie konzentriert ist mein Versorgungssystem? Also wie viel Geld gebe ich zum Beispiel auf für wie viel KH? Ja, also inorganischer Kohlenstoff ist die Carbonathärte, könnte man im Wasser sagen. Und je nachdem, wie das Produkt aufgebaut ist, zum Beispiel kann man mal gucken, wie ist das denn mit Balling oder mit meinem Kalkreaktor. Ist der Kalkreaktor vielleicht doch teurer als mein Balling? Man könnte das überprüfen, indem man einfach sieht, wie viel Ausstoß hat der Kalkreaktor, wie viel Strom verbraucht er und so weiter. Bei den hochkonzentrierten Sachen wie bei Core 7 kann man das auch mal überprüfen, gucken einfach, ist denn da wirklich viel Konzentration drin oder ist das so viel wie nur bei Balling? Also man kann da viel, viel machen mit in diese Richtung und das ist etwas, was man vorher wirklich gar nicht sehen konnte. Praktisch gesehen sollte man ein paar Dinge beachten, wenn man so Experimente durchführt. Also im Normalfall ist es so, dass man alles eigentlich so einschicken kann. Salz sollte man halt in Wasser lösen, 35 PSU und dann einschicken. Futtermittel und so weiter. Da fragt ihr uns vielleicht vorher per E-Mail, wie das so am besten geht. Bei den Sachen wie Kalkreaktor und auf inorganischen Kohlenstoff überprüfen. Das kann man auch einfach so einschicken. Allerdings Balling, Core 7 und so Sachen sollten verdünnt werden und vorher auch die Carbonathärteflüssigkeit gut geschüttelt werden. Das heißt, einmal durchschütteln, dann 5 ml entnehmen und dann in 100 ml destilliertem Wasser lösen. Das heißt 5 ml und 95 ml destilliertes Wasser. Und dann könnt ihr es einschicken und abwarten, wie die Resultate sind. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dass es euch bei euren Experimenten zu Hause hilft. Vergisst nicht, unsere Videos zu abonnieren, damit ihr keins davon verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!